ein Schaf geschenkt, damit du das noch halten. Ich habe den Schlauhaar. Dani, ich dachte schon für einen Geschlechtsverkehr. Erstmal möchte ich sagen, dass ich mich freue, dass so viele inzwischen von dem offenen Mikrofon Gebrauch machen. Das ist schön, das sorgt doch für Vielfalt der Meinung und das zeigt auch den Menschen, die Daddels Kanal, der jetzt übrigens bei fast 2000 Abonnenten ist, Daddel, Glückwunsch. Das zeigt den Menschen, dass hier viele was zu sagen haben. Nur Mut, man muss keine komplette Rede halten, man kann auch einfach ein paar Sätze sagen. Zu diesem Vogelgrippe-Wahnsinn mal kurz eine Anmerkung. Also ich glaube, Vogelgrippe gefährdet sind nur Leute mit Spatzenhirn. Also wir fallen da schon mal raus. Enrico hatte was gesagt zu den Polizisten und ich habe danach mit ihm kurz gesprochen. Ich hatte das in Weißenfels schon mal angesprochen. Und zwar genau das Gleiche. Noch nie, wenn ein System gestürzt wurde, waren die wirklich Verantwortlichen dran. Es waren immer Leute wie ihr. Und ihr habt das Recht zur Remonstration. Dafür gibt es Paragraphen. Lest euch das durch. Ich kann ernsthaft nicht glauben, dass junge, kräftige Menschen wie ihr so verblödet sind, dass sie keine Zweifel an diesen Befehlen haben. Und die Leute, die hier stehen, könnten eure Mütter sein, eure Schwestern, eure Tanten, eure Großmütter. Überlegt euch das mal. Das ist wirklich... Und ihr seid am Arsch. Und selbst wenn euch Constellis oder wer auch immer verspricht, dass ihr nie am Arsch sein werdet, das Traurige ist, ihr zeigt eure Gesichter und die Menschen merken sich das. Und mehr sage ich dazu nicht. Willkommen im besten Deutschland aller Zeiten, ihr Lieben. Schön, dass wir auch heute gemeinsam demonstrieren für eine Zukunft unserer Heimat. Denn reden ist Silber, aber demonstrieren ist Gold. Das Montagszitat. Heute aus dem Jahr 1971, Dienstanweisung von Mielke für die aus den alten Bundes. Ich weiß, dass da viele auch gut informiert sind, aber manche werden es nicht wissen und gucken auch viele zu. Chef der Staatssicherheit, kurz Stasi, an seine offiziellen und inoffiziellen Mitarbeiter. 44 Seiten lang hier ein kurzer, aber bedeutender Auszug. Zitat Anfang. Aufgabe der Stasi ist es, Ausschaltung jeglicher störender Einflüsse auf die Bewusstseinsentwicklung der Werktätigen. Beobachtet werden sollen Diskriminierung, Verächtlichmachung oder Verleumdung von Repräsentanten der DDR und der staatlichen Organe. Zitat Ende. Diskriminierung, Verächtlichmachung oder Verleumdung. Und was mir dazu einfällt, ist, wer den Staat verhöhnt, wird es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Würde ich persönlich jetzt mal als Drohung bewerten. Oder ab nun sollen auch Äußerungen, die noch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze liegen, erfasst werden. Verängstigung würde ich das nennen. Nun ja, wenn man einen ehemaligen Stasi-Führungsoffizier zur Seite hat, das Zitat berücksichtigt, von Herrn Mielke und dann bedenkt, was Nietzsche resümierte, schaust du zu lange in den Abgrund, schaut er in dich zurück, dann muss man sich zumindest nicht mehr wundern. Viele von euch haben von den Vorfällen auf unserer Demo für Frieden und Freiheit in Gera gehört. Es macht viral die gleiche Runde wie damals Sondershausen, die Aufmerksamkeit etwas größer, weil Familie Elsässer auf der Veranstaltung war und derzeit und absolut berechtigt die Empörung groß ist, wie man so anmaßend sein konnte, eine komplette Redaktion einzustampfen und alle Mitarbeiter mit einer Hausdurchsuchung zu überfallen. Ich werde gleich auf Gera zu sprechen kommen und falls von euch irgendjemand eine Frage hat, ich war ja vor Ort und mittendrin, dann einfach raus damit. So. Aber die schockierenden, naja, was heißt schockierend? Man gewöhnt sich fast dran, aber sie sind ja nicht weniger pervers. Neuigkeiten. Komplett beratungsresistent lehnt Frau Roth, ihr wisst schon, die auf der Buchmesse die Vielfalt feiert, indem 500 Vollhorste auf Kommando ein Schild hochhalten, auf dem durch die Bank dasselbe steht. Also genau jene äußerte nun öffentlich, dass der Attentäter von Mannheim, der Mörder von Ruven L., einer eurer Kollegen, liebe Beamten, und Messerattentäter auf 4 Menschen, also dass er nicht einfach nach Afghanistan abgeschoben werden kann und man auch bitte abwarten möge, ob er denn überhaupt verurteilt würde. Tja. Und
Nochmal an euch, also fühlt euch heute nicht malträtiert, es passt einfach nur, aber nochmal an euch, wenn ihr irgendwann dran seid, dann werden sich die Verantwortlichen genauso für euer verlorenes Leben einsetzen. Der Verein Islamisches Zentrum Hamburg wurde geschlossen, verheimlicht wurde aber, dass Frau Paus, auch eine begnadete Ministerin, einen Islamisches Zentrum Hamburg nahen Schiitenverein mit unglaublich viel Steuergeld gefördert hat, und zwar aufpassen, um islamischem Terrorismus und Extremismus vorzubeugen. Das ist ein Musterbeispiel für die unbeschreibliche Kompetenz und Weitsicht. Mit unserem Steuergeld wurde ein Verein gefördert, der hier die Ideologie des Islams im Iran verbreitet, als Erinnerung, dass es das Land, das Kritiker hinrichten lässt. Und damit nicht genug. Wir alle haben uns eingesetzt für die Freilassung von Julian Assange. Wir haben damals beklagt, dass unser Staat kein Asyl anbietet. Aber es kommt noch viel dicker. Das Baerbock'sche Ministerium hat die Freilassung von Julian Assange sabotiert. Glückwunsch zu so viel ekelhafter Doppelmoral. Und ihre großen Fans, die reichen Grünen aus Charlottenburg, sind jetzt etwas missgestimmt, denn dort möchte man doch ernsthaft ein Heim für 1500 Flüchtlinge errichten. Sowas aber auch. Das gefällt denen irgendwie gar nicht. Ist schon ziemlich komisch, wo doch alles so toll ist in Bund und so. Aber so ist das. Wenn es um den eigenen Arsch geht, ändert sich die Perspektive schlagartig. Nicht wahr, ihr lieben Charlottenburger? Seid dann jetzt auch offiziell rechtsradikal, würde ich mal sagen. Willkommen im Club. Und da Herr Habeck ja für den Haushalt ein Wirtschaftswachstum von 1,5% prognostiziert hat, das würfeln die irgendwie aus, also ne, je nach Bedarf. Noch ein kleiner Auszug des Beweises unserer florierenden Wirtschaft. Continental will tausende Stellen streichen, DPD will jede siebte Stelle streichen, Evonik baut in Deutschland Stellen ab, BASF will weitere Milliarden sparen, Bosch plant Abbau von 1500 Stellen, Ford streicht 3800 Stellen, Telekom kündigt Abbau zahlreicher Stellen an, Vodafone streicht 1300 Stellen, Autozulieferer ZF streicht OZ. Selbstanzeige, ich habe das böse Z benutzt. Streicht 1400 Stellen, Michelin schließt Reifenwerke in Deutschland, Tesla will in Grünheide 400 Stellen abbauen, SAP will nun bis zu 10.000 Jobs streichen, Miele will 1300 Stellen abbauen, Bosch plant Stellenabbau im Autosoftwaregeschäft, VW-Markenchef kündigt Einschnitte beim Personal an und Deutsche Bank will 3500 Stellen streichen. Falls irgendjemand meint, das wäre Schwurbelscheiße, das sind alles Meldungen der Tagesschau aus den letzten 9 Monaten. Man darf nur nicht vergessen, sieht richtig gut aus im allerbesten Deutschland aller Zeiten. Und zum Bildungsstand unserer Jugend, die ja immer alles besser wissen und so weiter, habe ich eine wahnsinnig treffende Zustandsbeschreibung gefunden. Danke an den, der es erstellt hat. Vor 50 Jahren stand in der Automobilbedienungsanleitung, also vor 50 Jahren stand in der Automobilbedienungsanleitung unter anderem, wie man das Ventilspiel einstellt. Heute wird davor gewarnt, den Inhalt der Autobatterie zu trinken. Da weißt du Bescheid. Ja, richtig. Und das ist doch nur wegen der Nachhaltigkeit, damit es quasi nicht umkommt. So, nun zu Gera. Da ich quasi einen Meter neben dem Zugriff auf einen unserer Teilnehmer saß, kann ich sagen, und das von René von Querfühlen gefilmte und auf Daddels Kanal wunderbar eingestellte Video zeigt ganz deutlich, was zu der Verhaftung führte, nämlich gar nichts, dazu gleich mehr. Es gibt etliche Aufnahmen, denen man aber erst den Zugriff selbst entnehmen kann und nicht, was dem vorausgegangen ist. René hatte ein gutes Händchen und dadurch sind eben auch die Sekunden, die dem vorausgingen, festgehalten. Von Anfang. Als wir in Gera ankamen, ergab sich ein ähnliches Bild wie in Sondershausen. Viele von euch werden sich an das Video erinnern, falls nicht, bei Daddel auf dem Kanal weiterhin einsehbar. Nochmal danke dafür. Erschreckenderweise sahen wir dann auch noch dieselben Beamten, vor allem eine im schwarzen Piratenkostüm, die auch schon in Sondershausen durch besonders provokative und fast schon sadistische Gesichtszüge auffiel, in vollen Zügen ihre Macht genießend.
absolut erbärmliche Person. Man kann sie auf verschiedenen Videos sehen, in jeder Situation ganz vorn dabei mit totaler Genugtuung im Gesicht. Also man verbot den Verkauf von Speisen und Getränken auf der Veranstaltung mit der Begründung, es könnte sonst den Anschein erwecken, dass es sich um eine Ersatzveranstaltung für das verbotene Sommerfest auf dem Rittergut von André Poggenburg handelte. Ich persönlich finde das geil, denn außer auf dem Sommerfest bei André wurden natürlich noch niemals in Deutschland auf einer Veranstaltung Essen und Trinken verkauft. Es handelt sich ja da quasi um ein Alleinstellungsmerkmal, nur und ausschließlich bei Andrés Sommerfest und gehörte deswegen verboten. Ist klar. Also in Zukunft bitte aufpassen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, an einem Stand, in einem Restaurant und ihr seht, dass dort Waffeln angeboten werden. Ruft bitte sofort die Polizei. Große Einheiten müssen einreiten, denn es könnte sich um einen nicht genehmigten Weihnachts-, oh möge Allah mir verzeihen, natürlich Wintermarkt handeln und das geht gar nicht. Und denn der Veranstalter Christian hatte die Menschen vor Beginn der Veranstaltung aufgefordert, sich noch Eis, Getränke, Würstchen und Steaks zu holen, denn laut Anordnung dürften die Stände mit Beginn der Veranstaltung nicht mehr verkaufen. Gesagt, getan, Auflage erfüllt. Die Betreiber der Stände hatten sich dann aber entschieden, die bereits gegrillten Würstchen und Steaks, den Kuchen und die Getränke zu verschenken. Eigentlich ganz im Sinne der Nachhaltigkeit, so wie die Grünen es sich doch wünschen, falsch gedacht. Denn wer hier was verschenken darf und wer nicht, das legt nur eine fest. Ihr wisst es, uns ein fancy Neuser! Kaiserin Fancy, also gab es den ersten provozierten Eklat am Eisstand. Auf einem der Videos schön zu erkennen, unsere Lieblingspiratin, eben beschrieben mit überaus glücklichem Gesicht, weil die Menschen sich verständlicherweise erregten. Gemenge und Geschreie, die Eisverkäuferin versuchte den Polizisten zu vermitteln, dass sie den Wagen nicht schließen kann, weil sie dann wegen der drückenden Hitze umkippen würde. Wen juckt? Sie ist ja schließlich nur Eisverkäuferin und keine Kartoffelschälhilfe. Augen auf bei der Berufswahl, ihr Lieben. Die Demo ging weiter. Einige hatten den Eindruck, dass die Polizei sich bereits zur Vorbereitung des Kesselns versammelt. Es waren immer wieder Grüppchen mit 6 bis 8 Konstellesklaven, die sich dann im Bedarfsfall innerhalb von Sekunden zur Kette aufstellen konnten. Betonen möchte ich hier auch die außerordentliche Dankbarkeit der Beachtung der Einhaltung der Pressefreiheit. Alle linksradikalen Fotografen und Filmer durften unter Schutz der Polizei und mit lächelndem Getuschel Nahaufnahmen von uns allen machen. Einfach wunderbar, während sie selbst mit Gesichtslappen vermummt rumliefen, damit man sie ja nicht erkennen kann. Ist sicherlich nur Zufall und keine Methode, dass Streamer, die nicht aus der vermeintlichen Antifa bzw. dem linksradikalen Spektrum kommen, bei linksradikalen Veranstaltungen von der Polizei ferngehalten werden, mit Regenschirm attackiert werden dürfen, teilweise geschlagen und getreten. Naja, also beruhigend, dass man da so gar keine Unterschiede macht. Auch vor Ort war übrigens Lord Helmchen, besser bekannt als Ronsheimer, der erstmal, ich konnte es auch nicht glauben, also es war heiß, es war extrem schwül und wer weiß, mit meinen Medikamenten und so weiter, meine Beine nahmen Form an und ich habe mir auf die Bank gesetzt und ich saß da und guckte so gerade und habe gedacht, Scheiße, ist hier Ukraine, ist hier Krieg, das ist doch Ronsheimer. Und dann habe ich, ja, und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ey, guck mal, da ist Lord Helmchen. Und dann sagt er, wer ist denn Lord Helmchen? Dann dachte ich, ja klar, der hat das ja nie gesehen. Ich sage, na, Ronsheimer. Und dann sagt er, wer ist ein Rotzeimer? Und ich sage, das hast du falsch verstanden, Klaus Ronsheimer. Also er war da. Und der hat erstmal alle belehrt, dass er beim Filmen nicht gefilmt werden möchte. Und wir waren uns alle einig, dass man auf gar keinen Fall ein Interview gibt, wenn es nicht live übertragen wird. Das Geschnippele am Video, bis man aus 56 Sätzen 12 Worte zusammengeschnitten hat, die sich dann nach rechtsextrem anhören, braucht kein Mensch. Aber die bösen Bilder von wütenden Demonstranten wurden gebraucht und so musste, so wundert es auch niemanden, was dann passierte. Auf dem Video von René, nochmal bei Daddel zu sehen, erkennt man Steffi Elsässer auf dem Podest bei ihrer Rede
Und während ihrer Rede saß ich schräg hinter der Bühne, rechts neben mir unter den Bäumen die sogenannte Polizei und links neben mir Menschen, die den Worten von Steffi genauso lauschten wie ich. Quasi aus dem Nichts rückten die Beamten an mir vorbei und einer von ihnen schubste den älteren Herrn, der, wie man eindeutig auf dem Video sehen kann, nichts getan hatte. Also er steht auf dem Video einfach nur so. Und dann kommt Polizist, ja, man kann es tatsächlich, bei René hat es super gefilmt, Daddel hat es gleich umgesetzt. Auf vielen anderen Videos sieht man erst den Zugriff und da kommen natürlich dann gleich wieder die Systemlinge, die dann sagen, der wird schon vorher was. Gar nichts, es stand einfach, er wurde angerempelt und rutschte nach hinten und um die Balance zu halten, hat er sich natürlich ruckartig nach vorn bewegt und das hat dann ausgereicht, um den kompletten Zugriff zu starten. Er ist ruhig geblieben, komplett ruhig geblieben, wurde trotzdem so fixiert und rücklings abgeführt. Ich weiß jetzt, ihr habt es gesehen, aber an die, die sich das später auf dem Video unsere Veranstaltung hier anschauen, schaut es euch bitte bei Daddel an. Dieser Mann hat sich absolut nichts zu Schulden kommen lassen. Martin Kohlmann, ein sehr bekannter Anwalt, unter anderem auch Redner auf der Veranstaltung, lief geistesgegenwärtig, aber mit Abstand dem abgeführten Mann hinterher. Und im Vorbeilaufen wurde ihm das Handy aus der Hand auf den Boden geschlagen, obwohl er niemanden behindert hatte. Danach formierte sich die Truppe und zückte das Reizgasspray. Die Menschen, die sich mit dem zu Unrecht abgeführten Herrn solidarisierten, standen dann einer Kette von Beamten gegenüber. Wir wurden gestoßen und angeschrien, auch das kann man sehen, auch mein Vater wurde wirklich hart gestoßen und ich habe schon Angst gehabt, weil Klaus ist wirklich nicht, also hat schon so eine Tendenz manchmal zur Cholerik und ich dachte, boah, wenn es jetzt knallt, aber er ist ruhig geblieben. Es machte aber immer vehementer den Anschein, dass man wirklich die Bilder von randalierenden Demonstranten wollte, einfach nur traurig, was dort ablief und da stehen Menschen friedlich beieinander und werden die gesamte Zeit provoziert in der Hoffnung, sie würden irgendwann die Geduld verlieren. Und in diesem Zusammenhang ein großes Dankeschön an Christian Klar, der als Veranstalter sofort deeskalierend gewirkt hat, was eigentlich der Job der Polizei sein sollte, aber die hatten ja Besseres zu tun. Das Einzige, was man in diesem Zusammenhang noch konstatieren kann, ist diese Erbärmlichkeit dieser Truppen. Befehl hin oder her, ich habe es jetzt eingangs schon gesagt, es gibt das Recht zur Remonstration. Und noch eins, die Tatsache, dass wir sehr viele wiedererkannt haben, die auch schon in Sondershausen so vorgegangen sind, zeigt uns trotz aller Bestürzung, dass es extra ausgewählte Truppen sind, die man immer zu solchen Veranstaltungen karrt, wo man genau solche Momente zu inszenieren versucht. Wie viel Angst muss ein System eigentlich haben vor etwa 500 friedlichen Demonstranten, dass man so etwas auffahren lässt? Ich werde versuchen herauszufinden, wie viele Messer-, Belästigungs- und Gewaltdelikte es in und um Gera am Wochenende gab. Und ich möchte mit fast 100%iger Sicherheit sagen, dass die völlig ausgelaugten Polizisten in Gera vor Ort sich sehr gefreut hätten, wenn diese Truppen die Arbeit gegen den alltäglichen Wahnsinn unterstützt hätten, anstatt gegen friedliche Demonstranten vorzugehen. Sie drehten durch wegen Softeis. Gut, es gab Schoko, das war vermutlich zu braun. Und auch die Steaks waren dunkel gegrillt, sonst mag sie ja auch keiner. Die Getränke wurden mit rechts eingegossen. Und der Kuchen wurde gebacken von Rezepten aus einem völkischen Backbuch. Das kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Natürlich haben wir auf der Demo die Solidarität mit Familie Elsässer bekundet als Symbol der Pressefreiheit, der Richtigkeit halber und aus Respekt vor vielen anderen im Widerstand. Sei hier aber noch einmal daran erinnert, dass das nur das Tüpfelchen auf dem I war. Wir erinnern an Frau Dr. Witschel, stellvertretend für andere Ärzte, die sogar im Gefängnis saß. Wir erinnern an viele Mitstreiter, denen die Konten gekündigt wurden, hier stellvertretend Holger List aus Wittenberg. Wir erinnern an Sperrung von Krankenkassen. Wir erinnern an den Verlust von Arbeitsplätzen, an tagtägliche Diskriminierung von tausenden Menschen im Land. Wir erinnern an tapfere Soldaten, die sich der Impfung mit dieser tickenden Zeitbombe erwerben und sich dafür immer noch vor Gericht nach Offenlegung der RKI-Akten immer noch vor Gericht verantworten müssen und verurteilt werden,
Wir erinnern an die Todesopfer durch dieses Massenexperiment. Wir erinnern an die vielen Menschen, die mit Anzeigen wegen angeblicher Volksverhetzung überzogen werden, an die Mittelständler, die ihre Firmen verloren. Wir erinnern an die, die ihre Wohnungen gekündigt bekamen, an die Kinder, die traumatisiert wurden. Wir erinnern an die Bewohner von Altenheimen, die Mutterseelen allein diese Welt verlassen mussten. Wir erinnern an jeden Einzelnen, bei dem die Truppen genauso früh morgens um 6 in die Wohnung rammelten, wie bei Familie Elsässer unter Missachtung jeglichen Respekts ein Exempel der Macht statuierten. All das bekam niemals das große mediale Interesse wie bei Familie Elsässer. Viele von ihnen sind einfach nicht so bekannt. Und viele konnten auch nicht zu Spenden aufrufen, sind aber völlig ruiniert. Und bei ihnen standen auch keine Streamer vor der Tür. Sie mussten ganz allein alles durchstehen. Und häufig gab es auch keine Solidarität aus dem Umfeld. Ich erwähne das nicht, weil ich meine, das eine wäre schlimmer als das andere. Es ist keine olympische Disziplin. Ich erwähne es als Erinnerung oder Bewusstmachung für die Methoden, die sich hier schon lange eingebürgert haben und letztendlich durch das Kompaktverbot und die Maßnahmen gegen Steffi und Jürgen Elsässer, die beide weiterhin gemeinsam kämpfen und große Stärke zeigen, einer größeren Menge bekannt wurden. Was dort passiert ist, ist kein Einzelfall. Übrigens Einzelfall für mich nach Messerangriff, der Top-Kandidat für das Wort des Jahres 2024. Denken wir auch an unseren Alex aus Bernburg. Er war hier bei uns letztes Jahr im Winter. Wir standen am Hennebrunnen und er hatte von seiner Hausdurchsuchung erzählt, seine Worte wohl gewählt, weil er seine kleine, hinreißende Tochter auf dem Arm hielt. Wir alle unterstützen selbstredend und absolut berechtigt Familie Elsässer. Aber schauen wir bitte auch mal in der Nachbarschaft und im Bekanntenkreis. Zeigen wir Solidarität auch im Kleinen. Fragen wir die Oma aus dem Haus, ob wir was für sie mitbringen können, die alleinerziehende Mutter, ob sie Hilfe braucht. Bieten wir dem Nachbarn, der immer allein ist, an, sich zum Grillen mit zu uns zu setzen. Bringen wir der netten Schwester in der Arztpraxis einfach mal ein Eis mit an heißen Tagen. Und wir tun das hier. Aber an die Menschen draußen, die das vielleicht schon vergessen haben, umarmen wir uns einfach mal wieder, auch wenn wir es schon so lange nicht mehr gemacht haben. Loben wir die Oma für ihr köstliches Essen, hören wir dem Opa aufmerksam zu, auch wenn er die Geschichte schon 10-mal erzählt hat, sagen wir öfters mal aus vollem Herzen Dankeschön. Einfach so, weil es den anderen gibt. Lasst uns alle noch mehr zusammenstehen als zuvor. Und ich habe eben Blätter beiseite gelegt. Ich weiß, dass ich es nicht schaffe, das vorzulesen, ohne ganz erbärmlich zu quäken. Aber eine Sache möchte ich nicht vergessen, weil ich gesagt habe, sagen wir Dankeschön. Ich bedanke mich bei meinen Freundinnen, bei meiner Familie bedanke ich mich privat. Ich bedanke mich bei meinen Freundinnen, bei Dani, Heike, Ina und Britta für das Verständnis, weil ich eigentlich gar keine Zeit mehr habe. Und sie wissen, dass ich nichts lieber tun würde, als mit ihnen zusammenzusitzen und einfach nur mal wieder über irgendwelchen blöden Weiberquatsch tratschen. Und ich bedanke mich bei meiner besten Freundin Britta, deren Auto ich fahren darf. Und ohne dieses Auto wäre ich aufgeschmissen und die mich immer wieder mit Überraschungstüten überrascht, wo ich sage, geiler als ein Westpaket. Also lasst uns alle noch mehr zusammenstehen als zuvor. Lasst uns Solidarität zeigen mit den Schwachen. Lasst uns bei all dem friedlichen Kampf nicht die leisen Menschen vergessen, die uns auch so viel geben. Wir sind stolz, Deutsche zu sein. Lasst uns auch so leben mit Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft, mit Ehre und mit Liebe. Und an die impertinenten Schluchtenjodler und inlandsvernichtenden geistigen Haubentaucher unter der grün versüfften Glaskuppel in Berlin haben wir nur eine Botschaft. Ihr seid unsere Angestellten und als eure Arbeitgeber sagen wir euch, ihr seid gefeuert! Gott schütze euch und Gott schütze unser deutsches Vaterland.